Aufnahme. Jetzt läuft die Aufnahme so. Wieder. Einfach nur Start gedrückt. So, muten. Kannst du das Wenn ich im Poster bin, will ich die Runde neu gestartet haben, bitte. Hallo. Neustart, bitte. So, wir gehen wieder Tasks machen. Ich hab schon wieder. Ich mach das schon wieder. Muss einfach mal schneller gucken, was los ist. Weißt du, ich hab schon automatisch unten rechts den Mauszeiger zum Sabotieren. What? So. Das ist das Ding, was man zweimal machen muss. Ja. Man hat gerade gesagt, mit Tab kann man die Karte schnell aufrufen. Das muss ich mal ausprobieren. Tatsache. Sehr praktisch. Wow, ich hatte... So. Ich habe reported. Ich habe Flo gefunden. Ran. Wo? Im Navigation. Ich bin runtergegangen in Richtung Shields an Navigation vorbei. Und ich habe Xehan gesehen. Ja, der aber, glaube ich, von oben kam. Ich weiß es aber nicht. Und dann bin ich von Shields rund, bin ich wieder hoch Richtung Navigation. Und da habe ich dann Flo gesehen. Der lag da in Navigation. Ich kann sogar Jan ein bisschen clearen. Weil der war im Electrical und hat niemanden gekillt. Naja, das war ja auch. War ja auch reported, also, bevor irgendwas passieren konnte. Aber naja. Wir hatten jetzt zwei Imposter, also beide Imposter haben jemanden getötet, dann kann ich Conan hart clearen, weil Conan und ich waren eigentlich die ganze Zeit in Admin. Okay. Und dann. So, am Anfang kann ich kurz was sagen. Also am Anfang haben Nico, Xehan und ich die Karte gemacht. Aber Xehan hat total schnell die Karte gemacht. Wie hast du das gemacht? Ich spiele mit dem Controller, da musst du nur einmal den linken Stick drehen, um die Karte zu machen. Okay, das war einfach. Okay. Weil das fand ich sass, das so schnell ging. Also, ich würde bei mir aber immer so schnell, also. Ich würde Ricky auf jeden Fall nicht clearen. Ich bin am Anfang erstmal nach links weggelaufen, auch wenn mir dann aufgefallen ist, dass ich überhaupt keine Task links habe, aber egal. Bin dann in Electrical reingegangen. Hab mich nicht getraut, da alleine zu bleiben und eine Aufgabe zu machen, so lange, bis ich irgendwie mit jemand anderem zusammen bin. Dann kam Ricky rein. Also ich habe auf Ricky gewartet, ne? Dann kam er rein. Und er hat mich nicht gekillt, aber das könnte auch am Kill-Cooldown gelegen haben, weil dann war relativ schnell der Report. Dann könnte er gerade gekillt haben vorher. Genau. Also weder Ricky noch ich sind safe. Okay, das macht dich ein bisschen sass, dass du schon direkt an Kill-Countdown und so weiter denkst. Naja, nö, wobei du natürlich eigentlich schon. Nee, du warst ja jetzt auch. Haben wir schon öfter erwähnt, jetzt, ne? Also, Kill-Counter. Ich wollte gerade sagen, wir haben zwei Leute, die tot sind. Das ist nicht safe, wenn wir zusammen in Electrical wären. Also, ich war erstens mit Nico und Sehan in Admin und dann war ich mit dir in Electrical. Wer hat denn Zinni das letzte Mal gesehen überhaupt? Zeit, also am Leben. Zu töten. Ich habe Zinni nicht gesehen. Haben wir gesehen, wo Zinni am Anfang hingelaufen ist? Nee. Also ich, vielleicht habe ich es gesehen, aber nicht so, dass ich es registriert hätte. Wahrscheinlich sieht man jetzt auf meiner Aufnahme, wo er überall rumläuft, keine Ahnung. Ja, ich habe ihn nicht registriert. Man achtet ja am Anfang in der Gruppe nicht unbedingt drauf, ja, schon klar. Ja, ich bin auch erst, ich bin in Weapons reingelaufen, habe ich gesehen, da habe ich gar keinen Task gehabt. Ich habe in Cafeteria einen Task und bin ich wieder umgedreht. Irgendjemand. Das ist halt auch voll, das macht einen irgendwie so halb suspicious, wenn man nicht checkt, wo die Tasks sind. Also ich Conan ist nicht sass. Nee, das wollte ich nicht sagen. Nee. Aber ich habe am Anfang Nico und Conan gesehen und nachher Dani. Das sind alle, die ich gesehen habe, glaube ich. Ich habe nur Ricardo gesehen, niemand anderen. Ich will einfach gerne, ich glaube, es ist ein Bug, dass er immer Imposter ist. Puff. Jetzt bin ich übrigens voll bei Ricky Sass. Also wenn er so auf mich aufspringt, bin ich voll bei ihm, aber okay. Das ist schon heftig. Verständlich. No one was ejected, es gibt. Wobei du ja auch weißt, Ricky, dass jetzt nichts passiert, aber gut. So. Wir machen bei Admin die Karte. Schauen wir mal, wie safe Nico wirklich ist. So ein bisschen, aber er kann es eigentlich nicht, er kann eigentlich nichts gemacht haben. Was ist das? Okay, Dings. Dann gehen wir mal Reaktor. Haben wir da Tasks mitzumachen? Elektrik hätte ich einen Task. Reaktor habe ich auch einen Task, ja, das passt. Kann man gleich verbinden. Ist schon jemand da? Nein, da ist noch niemand. Perfekt. Dann machen Nico und ich hier. Easy. Mache hier gleich den Task mit. Was?
1. Ach so. Ich denke so, hä, was muss ich tun? Okay, alles klar. Hab ich den auch gelernt. Ja, ich gehe mit Nico mit, weil der ist safe. Dann machen wir hier Aufgaben. Ich muss im Klinik eine Aufgabe machen. Wow, Alter. Okay. Okay, ich habe schon wieder wen gefunden. 2 tot wieder. Oh no. Und wir haben noch also keinen Colin, Imposter raus. Ich war die ganze Zeit bei Colin. Ich wollte gerade sagen, wir können uns gegenseitig komplett clearen. Und, ja, und ich fahr am Ende auch bei euch. Ja. Also ich habe... Was? Ich bin in Electrical von links reingekommen, habe einen Task gemacht, bin in Storage gegangen und habe da... Wen habe ich liegen sehen? Ich glaube Jan. Ja, und nichts für ungut, aber dass du am Ende bei uns warst, cleart dich nicht. Ja, das ist wahr. Also ich finde tatsächlich sehr ein bisschen suspicious. Also das ist so, ich töte jemanden und dann gehe ich in eine Gruppe rein. Hey, ich war bei euch am Ende. Ich weiß nicht, wo warst du denn, Xehan? Also ich habe dich in den Electrical gesehen. War bei den Kameras. Dass du einen Task gemacht oder so. Bei den Kameras? Das ist Security. Ich war nachher bei den Kameras. Eine Zeit lang war ich bei Security nachher, ja. Und von da aus bin ich dann zur Gruppe gestoßen. Okay, ich bin nicht in Security drin gewesen, aber ich bin durch Lower Engine zumindest in Electrical gewesen, da habe ich dich gesehen. Und dann bin ich in Storage reingegangen. Also wo hast du die Leiche gefunden, Dani? Nein, in Storage. Also ich bin von links gekommen, Electrical gemacht, da habe ich Xehan getroffen und bin dann in Storage und da lag die Leiche. Und er sagt dabei, er war auch oben. Vielleicht ist er vor mir runtergelaufen, keine Ahnung. Kann locker Xehan gewesen sein. Sekunde, wer redet da gerade? Meinst du, ich muss mal kurz. Das war Nico gerade. Ja, ich. Ah, ja, okay, danke. Ja, ich konnte die Stimme. Was ist mit dir, Counter? Ja. Ich habe eben dieses Reaktording wieder hochgefahren an der oberen Stelle und danach bin ich dann in den Raum da rechts daneben gegangen. Hast du jemanden gesehen irgendwie? Ich muss ganz kurz. Ja, ich habe irgendjemanden gesehen, aber ich weiß nicht mehr wen. Ah, okay. Ich habe Veit den Reaktor gesehen. Okay, aber das Lustigste nämlich, ich dachte bis gerade eben, ich habe mit Nico zusammen das Reaktor-Ding geklärt. Na, hast du auch. Ich war auch da. Ja, ich weiß, du bist mit mir da reingelaufen und wir waren die ganze Zeit zusammen. Ich dachte nur praktisch, wir zwei haben das Reaktor-Ding gemacht und ich habe da gar nicht die dritte Person registriert, aber wenn du sagst, Veit war auch noch oben, ja. Okay. Wenn ich jetzt euch beiden, Conan und dir, Nico, wenn ich euch vertraue, dann deckt ihr ja auch Veit so ein bisschen. Und ich finde, ja, wenn man das alles kombiniert, ich muss, also, nicht hundertprozentig. Nicht. Wir denken nicht, ihr könnt jederzeit jemanden umgebracht haben vorher. Ich vertraue Dani, muss ich sagen. Weil der hat jetzt schon beide Reports gemacht. Das hat er nicht als Imposter gemacht. Ja, aber ich claim das heißt ja noch gerade. Es wäre interessant, dass du bist. Ich denke, ich weiß es nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es Veit war. Ich denke, ja. Xehan und Dani, aber... Das Ding ist, wir haben noch... Also zwei von euch sind Imposter. Ja, wir müssen Xehan voten, oder? Hätte also ich bin's gemacht, nicht, aber... Nachdem er eben direkt als mein Name gefallen ist, hat er dann gesagt... Ja, hier. Ja, Xehan. Ja, wir müssen jetzt jemanden voten, das... Okay. Ja, das klingt doch ganz sinnvoll. Ich sage, es ist Veit, weil ich ihn nachher nicht gesehen habe, aber okay. Viel Spaß. Ah, Neumind, ist doch vorbei, oder? Es wäre vorbei, wenn wir jetzt falsch schlägen. Mein Vote war gar nicht, okay. Na, also wir lagen nicht falsch. Okay, ich gehe mit Nico wieder mit. Dann ist es Dani oder Veit. Ich müsste hier drüben den Task machen. Kommst du? Task? Oh, shit. Okay, ich mach mal den schnell hier. Der geht hoffentlich fix. Was ist das denn? Hol dir eine Tasse Kaffee? What? Was ist das? Wie macht man das? Use. Läuft die Kacke hier einfach ab jetzt oder was?
Shit, ich wollte mit Nico. Fuck. Muss das jetzt echt komplett ablaufen? Wenn jetzt einer gekillt wird, war es das, oder? Nee, es ist ja noch ein Imposter übrig. Muss nur gucken, ob da einer von oben runterkommt. Aber kann man das jetzt theoretisch einfach laufen lassen und weggehen und später weitermachen? Anomalie wählen. Holy sh... Das ist ja eine richtig üble Task. Okay, wo ist Nico? Shit. Wo habe ich noch eine Task? Eine Elektrik habe ich noch. Ist das O2? Ist das O2? Ah, es ist O2. Dann mache ich das in Admin. Da ist Dani. Das gefällt mir nicht. Wenn Dani da jetzt reingeht, weiche ich aus. Lass mich in Ruhe. Ja, okay, alles klar. Wir schaffen es nicht, O2 zu machen, ne? Yes! Leute, was macht ihr denn? Wieso laufen wir von der Ich konnte nicht, Dani war mir auf dem Fersen. Ich musste ausweichen. Ach komm! Ich hab töten lassen und reporten lassen! Wie geil! Ihr lauft halt einfach von der Ampel weg, weil... Oh, nee. Richtig, richtig gut gespielt, die Runde, Dani. Wie du einfach alle reported, selbst reported hast, die du gespielt hast. Ich war jetzt auch am Schluss so, ich war so, okay, ja, Dani verfolgt mich. Ja. Und wenn er jetzt zu mir kommt, dann gehe ich wieder von dem Ding weg. Ich muss dir irgendwie... Ja, und? Aber wenn das war egal, richtig bei vier Leuten... Vor allem Nico hat er vorher gesehen, dass wir da zusammen langgelaufen sind. Ich hätte dich längst gesehen, ja, Nico und ich sonst entgegengekommen. Ja, aber wenn ich jetzt getötet werde, wäre ja O2 auch nicht aufgelöst. Ja, aber dann hätte jemand deine Leiche reporten können an der Stelle. Genau. Achso, ja gut, dann opfere ich mich das nächste Mal. Weißt du, ich war super irritiert. Ich dachte, ich war safe, weil ich hatte Angst vor Xehan, ne? Und dann kam Dani mir entgegen. Auf einmal tötet mich Xehan und Dani läuft einfach vorbei. Und ich war so, scheiße. Hätte ich, kurze Frage, hätte ich richtig nice. Diesen Button, diesen Emergency-Button während O2 drücken können? Nein. Während O2 nicht, nee. Scheiße, okay. Nee. War nämlich mein anderer Gedanke, dass ich da schnell hochlaufe und Dani reporte, weil er war halt, für mich war klar, dass wenn er mich verfolgt, ist er es. Ja, ich konnte nichts mehr... Ja, aber das also, war, aber die Runde war vorbei, weil O2 abgelaufen ist und nicht ja, richtig, gekommen. Richtig. Ich wollte dann das andere O2 noch machen, aber wie gesagt. Ich war mit Fight an dem anderen O2 und ich habe noch einen Task gemacht, weil ich so dachte, ach, da wird schon jemand das andere Ding drücken. Und dann laufe ich da noch hin und ich sehe nur Conan und Dani weglaufen von anderen. Und wir haben noch 5 Sekunden aber, und ich denke, aber auch das andere O2 war ja nicht ausgelöst. Das andere war nicht, oder? Das andere also habe ich schon gefixt. Das andere gehabt. War längst fertig. Ja, nee, das war schon das, von dem ihr weggelaufen seid, glaube ich. Aber du hast doch eins auch gefixt, Colin, oder? Ich bin dir ja nicht. Nein, ich war nicht schnell genug. Er ist abgehauen, weil er dachte, du hast das in Admin nicht gefixt. Nee, ja. Panik. Ich wollte dann schnell zu dem anderen noch da gucken, ob ich da was machen kann. Das macht das ja noch besser. Nachdem Nico runter ist. Ja, ich hab's nicht fixen können. Du warst mir zu schnell hinterher. Ja, ich dachte, ich tu mal so, als würde ich mit dir fixen. Nee, du warst für mich komplett. Das von dir gesuchte Spiel kann ich nicht gefunden. Im Endeffekt war es meine Schuld. Hätte ich nicht noch einen Task gemacht und wäre gleich zu Admin, dann wären wir da zu dritt gewesen und hätten es fixen können. Ja, voll. Ihr wart halt auch die ganze Zeit, ich glaube, Nico, du und Conan, ihr wart auch am, oder bis dann das O2 ausgebrochen, das wart ihr auch die ganze Zeit zusammen, das war richtig. Ja, jemand hat die Tür zwischen Conan und mir genau geschlossen. Und dann hatte ich da, richtig. Ich wollte die ganze Zeit mit Nico zusammenbleiben, wollte ihm noch sagen, ich habe da in Klinik, habe ich eine Dings und dann waren wir nicht schnell genug und dann war die Tür zu. Ja, das habe ich nämlich unterbunden. Du hättest ich habe zwischen euch die Tür geschlossen. Ich habe zwischen euch die Tür geschlossen und dann das Licht ausgemacht, damit ihr euch nicht wiederfindet. Ja, und dann hatte ich da eine Task, da muss man einfach eine Minute warten. Was ist das denn? Da kannst du aber jetzt nicht mehr weglaufen. Das habe ich dann auch gemerkt, ich kann dann weglaufen, aber da war ich komplett verwirrt. Ich dachte so, okay, ich mache schnell die Task, dann gehe ich zu Nico wieder hoch. Und dann heißt so, holen Sie sich eine Tasse Kaffee. Was? Ja, von der Art gibt es ein paar. Da bist du erstmal aufgestanden, hast du eine Tasse Kaffee geholt. Nee. Das ist Longtask. Da kannst du weggehen und dann wieder hin. Ja, ich hab's gemerkt. Es ist ja auch, die Tasks waren ja auch gespeichert, wie weit man sie geschafft hat.
Man muss anmerken, Dani ist ein richtiger Experte geworden, dafür, dass er es fürs also nur zum ersten Mal spielt. Ja, das war, ja, das war, nur, das nur Shit, war ja nur, das war jetzt ja nur Shit-Talk. Ich habe ja trotzdem nicht. Ja, gecheckt, du bist aber echt gut, also. Heidelf wollte noch, ne? Ich habe ihm mal geschrieben. Er hat geschrieben. Das war Neidelf, ne? Doch, der noch joinen wollte. Ja, Neidelf. Ja, genau, ja, genau. Okay. Gibt's jetzt eigentlich mal einen neuen Raum, Conan? Ja, guckst du in Discord? Oh. Discord, der Franzose. Sind schon sechs Leute drin. Guckst du in den Discord? Sind schon sechs Leute drin, die es verstanden haben. Guckst du in den Discord, Nico? Ich will jetzt mal eine andere Hose haben. Gefällt mir nicht. 8 von 10? 9 von 10. Flo hat ja auch sowas Französisch im Namen. Flo Foltier. Okay. Aber ich merke mir, das nächste Mal lass ich mich umbringen und dafür könnt ihr dann den anderen. One for the team, Conan. One for ja, the alles, team. Alles klar. Wie weit ist denn die Aufnahme eigentlich? Ich würde sagen, an sich können wir ja noch kurz auf Nayday warten, aber wenn. Wir sind gerade bei 15 jetzt... Minuten, das war der erste Part. Naja, okay. Also, war die erste machen wir nochmal. Machen wir noch einen Part. Hopp, hopp. Auf geht's. Komm, das wird jetzt eine Quick Round. Direkt die beiden Imposter rausvoten. Ein Quickie halt. Easy. So wie in Thailand. So. Oder in der U-Bahn. Okay, keine Besatzung. Okay, diesmal gucke ich als erstes. Gesehen, okay, Navigation 2 Tasks. Navigation 2 Tasks. Jetzt muss ich in meinem Kopf erstmal klar machen, dass ich nicht mehr. Oh, ich hasse dieses Ding. Ist so langweilig. Dass ich nicht mehr Nico vertrauen darf. Das durfte ich nur die Runde gerade eben. So, was ist das? Ach, das ist das da. Zack. So. Weg damit. Admin haben wir 2 Tasks. Dann gehen wir da gleich rein. Gott, ich bin gerade. Was? Bin ich gerade erschrocken. Ich dachte, ich werde gerade gekillt, weil gerade dieses Ding kommt, während ich in einen reinlaufe. Aber es war der Report. Scheiße. Muss eigentlich ruhig sein, ne? Aber warum bin ich eigentlich immer der Erste? Okay, ich bin ruhig. Ja, ist richtig unfair, Alter. Conan, Donald, Zöni waren rechts. Wo war denn der Buddy? Conan, Zöni, Donald waren rechts mit dir. Ja, und ich, ja. Und Veit. Ja, Veit war auch rechts. Ja, Veit noch, genau. Ich war auch rechts. Ich hab den. Wo war der? Warte mal ganz kurz. Bevor ich es sage, will ich ganz kurz für mich sortieren. Conan, Daniel muss gerade überlegen, wie er jetzt seinen Self-Report begründen kann. Ja, nachdem alle waren, das war's. Ist tatsächlich ein bisschen komisch, aber ich war im Admin und ich habe noch Flo gesehen, wie er da das Kartending gemacht hat. Dann habe ich das Kartending auch gemacht, bin rausgegangen und er liegt direkt da, wo man den Task abgibt mit dem Hochladen. Genau da liegt er. Und ich habe gesehen, Admin, dass jemand mit ihm war noch im Admin, aber ich habe leider nicht drauf geachtet, wer es war. Weißt du. Und deswegen, also ich war auch. Deswegen jetzt sortieren, ich würde behaupten, ich glaube, es war Zöni, aber ich habe halt nicht so direkt drauf geachtet. Das kann schon ich wieder Zöni vom Admin geht doch zu O2, oder? Nee, also ich war ja, mit euch in Admin am Anfang. Von Admin geht ein Vent zu dem... Naja, ja, theoretisch schon. Ja, doch. Zu dem oberen Navigation ist das, glaube ich. Es kann gut Zöni gewesen sein, weil ich habe Zöni rechts dann nur in O2 gesehen. Also er kann locker von da gewendet sein. Kann sein. Das Ding ist, ich habe auch nicht drauf geachtet, wer die andere Person in Admin war. Also ich habe auch Flo gesehen und ich war dann als erster von Admin abgehauen. Ich war ins Electrical gegangen alleine. Du hast ein Vent. Warte mal, Xian. Du warst mit uns da auch mit drin, mit Flo und mir dann. Ja, ich war als allererster in Admin. Ich habe dann schnell die Card gemacht und bin dann zu Electrical gegangen. Wer ist das nicht? Aber oder wer Xehan ist das? Wer, wenn nicht du, soll denn dann Flo gekillt haben? Also ich habe mir heute Tag gebracht. Also ihr wart da beide noch drin, als ich rausgegangen bin. Holy shit. Also holy shit. Ich war sofort als erster drin und dann sofort wieder raus, deswegen. Holy shit, okay. Also ich würde auf jeden Fall Veit und Nico erstmal für den Kill auf jeden Fall clearen, weil Veit war quasi die ganze Zeit in meiner Sichtweite und Nico ist auch von der Cafeteria rechts an mir vorbeigegangen. Das habe ich auch gesehen. Oder ist das ein Self-Report? Ja, macht total Sinn. Das kann natürlich nur ich wissen. Ich finde es mit Xehan ein bisschen suspicious. Ich habe mich total gewundert, dass es überhaupt sein kann, dass obwohl da 2 bzw. 3 Leute im Admin waren, dann in dem kleinen Gang auf einmal die Leiche liegt.
20 Sekunden. Nee, ist verständlich, aber ich war halt so schnell wieder weg, dass ich halt nachher nicht mehr gesehen habe, wer da gekillt wurde. Okay. Oder wer den gekillt hat, besser gesagt. Sollte der nächste Kill von Dani gemeldet werden, werde ich Dani. Ja, das macht doch nur Sinn. Alles gut. Ja. So. Okay. Ich wollte in Admin meine zwei Tasks machen. Das war mein Ziel. Nico ist hier. Nico war recht safe. Wer ist noch mit uns rein? Wer ist noch mit uns rein? Wer ist denn das? Ach ja, Veit ist da. Hier unten ist es. Ah, nice. So, dann haben wir eine Elektriker. Nico ist tot. Ich glaube, es war Cihan. Es ist definitiv Ricardo. Also erstens, es ist definitiv Ricardo. Also erstens stand er bei den Shields. Also ich stand länger neben den Shields neben ihm und der Visual Task ist nicht angegangen. Und dann bin ich quasi von ihm weggegangen. Und als ich dann wieder hingegangen bin zu ihm im Storage, lag Nico neben ihm. Okay, Cihan, du könntest ihn gesehen. Nee, ja, weil Nico war gerade noch bei mir Admin und plötzlich ist er tot. Ich heftig, so, Alter. Ja, ich bin der Meinung, da war noch einer bei uns. Ich war rechts von den Shields kommend in dem Gang und habe nur Ricky gesehen, dass er da steht. Mhm. Ich habe aber weder Leiche noch Cihan gesehen. Also ich kann Dani clearen, Dani war in Navigation. Ja, ich habe dich auch gesehen, wie du in Navigation gekommen bist, mit den Shields runter. Auf jeden Fall war es Ricky. Selbst wenn ihr mich jetzt rausvotet, votet in der nächsten Runde bitte Ricky, danke. Ich war auch noch das macht nur Sinn. Ich habe auch Cihan und Ricky gesehen. Also ich kann Fight clearen, weil er war mit mir in Admin und kann damit eigentlich nicht. Will ich gerade aber vorher, aber nee, der war eigentlich. Ja, also Fight ist es nicht, wenn Fight Imposter ist, dann gehen die ganze Zeit Türen zu. Also ich habe halt gesehen, wie Ricky den gekillt hat, also es war nicht Fight. Aber ich finde es schon ein bisschen suspicious, dass. Also ich hab ja nicht so richtig drauf geachtet, Cihan hat aber trotzdem war beim letzten Mord, beim letzten Kill war ja da, jetzt claimt Ricky okay. Cihan. Ich finde, es macht schon Sinn, jetzt Cihan zu worten. Ist okay, dann votet bitte Ricky in der nächsten Runde, weil ich habe ihn gesehen, wie er den Kill gemacht hat, danke. Das ist eine direkte Konsequenz daraus, wenn das jetzt falsch sein sollte. Danach dann Cyni, habe ich gehört, ne? Mir egal, Hauptsache Ricky stirbt. Mir egal, Cyni oder Conan, weil ich würde Dani und Veit auf jeden Fall klären für die Runde. Ja. Viel Spaß. Oha. Genau. Krass, okay. Alter. Alles klar. Krass. Dann wäre es aber jetzt eigentlich klug, einfach to be honest. Ne? Ja, sau gut, Conan. Richtig gut. Dann wäre es doch eigentlich klug, jetzt entsprechend zu handeln. Ja, 100 pro. Ricky, 100 pro. Ja. Blub. Blub, blub, blub. Jetzt war es Ricky nicht. Hat sich selbst geoutet. Ja, jetzt war es ja offensichtlich, also. Absolut. Dass er das halt ja. Auf links geschoben hat. Ist heavy. Ja, dass die jetzt erst auf Xehanort gegangen sind. So, wir machen hier einmal fix. Okay, dann machst du nicht mal oben. Auch in Ordnung. Habe ich hier zufällig einen Task? Nö, aber oben habe ich einen Task. Wer ist der Zweite? Cyni war es, Sass, ne? Eine Zeit lang war Cyni. Was ist das denn? Oh, ja! Ja, es war klar. Okay, wir machen Task zu Ende. Ich wollte noch ausweichen. Ich hab's noch gesagt. Ach, Kacke. Aber ich glaub, den kriegen sie. Jo, jetzt haben wir nur noch den hier. Nee, ach, da bei Communication haben wir noch. Dann ab zu Communication. Klick. Fertig. Und jetzt warten wir auf unseren Ach nee, da unten ist auch noch was. Antrieb. Cyni ist hier dabei. Oh, Cyni hätte jetzt natürlich.
Cinny hätte jetzt natürlich diesen coolen Trick machen können, mehrere auf einmal. Also innerhalb einer Gruppe zu killen, weil man dann nicht weiß, wer es war. Kann man mal beobachten, wie sich Cinny verhält, wenn er ein Imposter ist. LOL. Der Kill Oha. War ja. Oha. Der Kill war ja offensichtlich. Das war zu Scheiße. Conan ist auch tot. Oha. Habt ihr es jetzt nicht gesehen oder waren es nur Geister? Also, ich habe gerade nicht gesehen, wer es war. Wo warst du denn gerade? Am Eingang von Electrical. Was ist das selber? Ja, da bist du gerade. Ja, weil du da gerade rausgelaufen bist und die umgebracht hast. Ich habe dich von hinten gesehen. Ich war auch in Electrical. Also Counter, richtig. Du bist mir entgegengekommen, nachdem ich mit Jan. Warte. Oh, ich, wenn Cinny jetzt. So in Richtung Storage unterwegs war. Also raustalkt. Und auf einmal ist Jan tot. Böse. Wo warst du, Cinny? Ich war bei Electrical. Also ich bin gerade reingegangen, wollte wieder rausgehen. Das heißt, ihr wart beide im Prinzip in der Ecke. Und hab halt gesehen, Scheiße. Dass ich den Report hatte. Oh nein, Dani muss sich entscheiden. Bin zurückgerannt. Ich hab dich gesehen, wie du ihn umgebracht hast. Eiskalt. Und dann wolltest du wahrscheinlich selber reporten, weil ich da war. Ja. Cinny hat beide Kills gemacht. Was hast Cinny du dem entgegenzusetzen, Cinny? Insane. Ja, das halt nicht stimmt, ne? Voll. Und hast du irgendwas gesehen, dass du irgendwie... Wo hast du Jan gefunden? Oder wen auch immer? Naja, also, da er halt mich beschuldigt, kann es halt für mich nur er sein. Ich habe halt sonst nichts gesehen. Ja, das macht Sinn, aber du musst jetzt ja, du musst mich, wenn dann auch überzeugen. Hast du denn Jan überhaupt gefunden? Ich habe Jan jetzt geschlussfolgert, weil der da auch in der Ecke war. Aber du hast also schon halt die Leiste. Ich habe halt Orange gefunden, aber ich habe sonst nichts gesehen. Okay. Ach, Scheiße. Ja, ich weiß nicht, soll ich skippen erstmal und wir. Nee, dann haben wir verloren. Du musst jetzt voten. Ist ja richtig zu kotzen. Könnt ihr nicht mal irgendwelche besseren Argumente bringen? Außer euch gegenseitig zu beschuldigen. Ich kann so viel sagen. So viel wie ich es das letzte Mal war, als ich ohne Grund rausgevotet war, so wenig bin ich jetzt Imposter. Also ich hab gerade mit Jan zusammen, war Cinny dann bei uns, als die Türen zu waren. Da bestand, wenn es Cinny war, natürlich keine Chance. Auf der anderen Seite bist du mir entgegengekommen, Counter, und hättest vielleicht die Möglichkeit. Bist du auf jeden Fall, weil du mich, wenn du der Imposter gewesen wärst, hättest du mich da, glaube ich, auch killen können. Deswegen vertraue ich dir jetzt mal und ich vote zu. Nice. Das war richtig. Oh, danke, Alter. Holy Junge, Cinny hat mich direkt vor Fights Own getötet, Mann. Ich wollte gerade sagen, das war der schlechteste Move von Cinny, dass er ihn direkt killt. Aber er konnte sich halt noch, dadurch, dass es nur noch zwei über waren, konnte er eigentlich sich noch gegen Dani rausreden. Hätte noch, es wäre nur möglich gewesen. Ja. Weil Dani halt keine Argumente, also keine wirklichen Beweise hatte. Ja, aber ich war ein bisschen sad, dass ihr mir nicht vertraut habt. Ich habe nur die Wahrheit erzählt und nichts als die Wahrheit. Ich habe dir vertraut, ich habe Ricky gewotet. Ja, krass. Ist krass. Ich habe auch Ricky gewotet. Cinny, du hast am Ende gesagt... Wer hat denn Flo eigentlich gekillt? Wer war denn das? Das warst du, krass. War Ricky. Krass, ja. Wieso killt ihr eigentlich immer Flo und mich zuerst? Das Ding ist, am Anfang, da war halt Ricky, da war Dani und Xehanort. Und ich dachte so, die alle sind irgendwie so, aber ich kann jetzt nicht sterben. Und dann war ich plötzlich tot, dann kommt Dani an. Ich dachte, Dani, du hast die gesehen und war ein bisschen komisch. Ich hab ihn ein bisschen falschen oder nicht richtig gesehen. Ja, richtig. Ich hab dich verdächtigt die ganze Zeit. Ich hab gedacht, du bist Imposter, so wie Ricardo auch. Also zusammen, dass ihr so zusammen spielt irgendwie. Geil. Naja. Ich sag noch in der Aufnahme, Cinny ist schon ziemlich sass und dann kommt Cinny so entgegen und sie so, nein, oh Moment, ich muss hier weg, zack, tot. Weißt du, Dani, gut, dass du am Anfang, dass wir am Anfang die ganze Zeit Cinny gesasst haben und du am Ende so, ja, fight, Ja, ich hatte ja ich die ganze Zeit mich gesasst, ich hab keinen der ersten zwei Kills gemacht. Ich war komplett woanders. Nee, ich warte erstmal ab, ob die beiden irgendwas vorzubringen haben. Haben wir noch Zeit für eine Folge? Na klar. Na los, eine geht noch für die Aufnahme. Dann wir sind erst bei einer halben Stunde, alles gut. Ach ja, was du gesagt hattest, Cinny, am Ende, dann haben wir verloren, du musst jetzt voten, das war clever gesagt. Damit hast du mich ein bisschen rangekriegt, auch wenn ich nicht mehr was zu sagen hatte.
Ach, hä, du siehst doch, dass mich er... Mich hat er damit nicht rangekriegt, weil mir hat er den Hals umgedreht. Nein, das hat er ganz am Ende im Dreiergespräch mit... Mit Dani und... Ja. Weil da hat er das noch gesagt, dass ich so, okay... Ich hatte ja Counterfight irgendwie ein bisschen entkräftigend tatsächlich gesehen, wie er nichts gemacht haben kann oder nichts bei mir gemacht hat. Und dann dachte ich warte erstmal ab und lasse erstmal die anderen erzählen. Er hat gesiegt. Ja. So, Runde starten, Conne, los. Okay. Ich habe mich gemeldet, aber habe ich wohl nicht. Flo stirbt in 2019. Ich halte mich von jedem Pferd jetzt. Mir egal, ich mach die Aufgabe nicht. Okay. Einfach direkt jetzt hier im ersten Raum killen. Nee, direkt voten. Wenn Flo nicht stirbt, voten wir ihn. Ja. Ich geh doch nicht mehr ran. Nein, jetzt stirbt jemand anders als erstes. Mach mich wieder sass, indem ich so rumlaufe, Scheißdreck. Ist hier jemand drin gerade? Ja, und ich nicht. Wie geht das? Ich weiß nicht, wie das geht. Wieso geht das? Ich hab grad Kameras geguckt. Hab dabei nichts Komisches festgestellt. So, ich mach hier mal ganz schnell hier, ne? Geht jemand mit? Ich bin hier alleine. Ihr müsst hier schnell. Schnell, Cindy, du musst oben. Oh. Schnell. Okay. Puh. Das war knapp. Das war knapp. Gut. Kann ich jetzt meinen zweiten Killer irgendwie machen, ne? Oh, ich lebe noch. Ich lebe noch. Das war ziemlich safe low. Drei! Alter, was? Das war ziemlich safe low. Wieso war ich das? Das muss mir drei erklären. Leute sind tot. Also, warte, Conan. Ich hab die Leiche gefunden, kurz vor Electrical, und kurz vorher kam mir Flo noch entgegen und der lief da so komisch rum. Und dann, oh, Ricky ist raus. Oh. Also Flo lief da so komisch rum und dann habe ich gedacht, dann ist er nach links weggegangen, da habe ich gedacht, okay, ich guck noch mal kurz. Wo hast du die Leiche gefunden? Also zwischen Electrical und Lower Engine, also unten links. Ja, ich weiß nicht so was? Genau. Also du. Da warst du doch gar nicht. Du hast doch Storage. Nein, der war Electrical, da habe ich ihn gesehen. Ja, genau. Zu spät. Ich bin nämlich nach. Warte, bevor ihr votet. Ich habe ihn rechts im Storage gesehen. Er ist an mir vorbeigelaufen von Lower Engine. Also genau, ich war nicht ganz in Storage. Ich war in dem Gang und ich bin dann nochmal nach links zurückgegangen, weil Flo da so komisch rumgelaufen ist. Es war 100% Flo, direkt mich ver. Okay, ihr könnt mich rausvoten. Ich bin es zu 100% nicht. Ich kann es euch versprechen. Dann müsstet ihr aber Xehanort danach rausvoten. Ganz einfach. Ja, ich habe da auch so eine Vermutung bei Xehanort. Danke. Also, wenn du es nicht bist, Xehanort kann ich aber eigentlich recht gesehen. Gut clearen. Der hat sich. Ich meine, gut, das könnte man als Imposter auch, aber er hat sich ziemlich bemüht, den Reaktor zu machen. Ja, nee, wir wollen jetzt einfach gut. Und schauen mal, was passiert. Okay. Nein, macht's nicht. Warte, das ist jetzt. Wer hat das gesagt? Ich muss das noch sagen, bevor mich rausvotet. Das war. Meine, Ricky, es leben ja nur noch. Nee, wer hat das jetzt gesagt? Ricky ist. Okay, dann werde ich jetzt sagen, wer es ist. Es ist Cyni und Xehanort. Votet mich raus. Weil nee, sonst hätte Xyni. Also, dass das Xyni und Xehanort sind, aber. Erst beschuldigst du Xehanort, so, dann beschuldigst du Cyni. Cyni. Nee, aber. Weil aber komm, dann, wir haben doch jetzt schon gewonnen, oder nicht? So, sind. Also, wenn du. Also, ihr habt gewonnen. Ihr habt gewonnen. Ja, dadurch, dass Ricky rausgeflogen ist. Es ist 2-2, weil Ricky ist rausgeflogen. Alter, Ricky. So eine Scheiße, Alter. Scheiße. Richtig, die Killer. Die Killer kommen. Okay, dann muss ich das nicht. Und dann habe ich das Hardcore falsch gesehen. Also, ja, richtig. Aber Flo, warum hast du denn. Du bist ja an mir vorbeigelaufen. Conan steppt mich da irgendwie weg. Du warst an mir vorbei. Achso, du bist ja an der Leiche vorbeigelaufen. What the fuck? Das habe ich gar nicht gesehen. Nein, ich habe nicht gesehen. Oh mein Gott. Ich bin so wütend. Ich sehe. Also, ich will nur mal sagen, meine Informationen stimmten. Also, er war da, wo die Leiche war. Er ist einfach an der Leiche vorbeigelaufen. Genau, voll. Okay, ja, gut. Ich hab in fucking Medbay gekillt und er hat mich nicht gefunden, selbst als er den Reaktor aktiviert hat. Ich lag direkt am Eingang von Medbay. Ja, ich hab den Report-Button aufploppen sehen, genau in der Sekunde, wo Cyni mich gekillt hat. Wow. Ich hab Cyni noch aus dem Vent kommen sehen, in Reaktor, und ich renn zum Report-Button, zum
ja, zum Emergency-Button, sehe den Report aufploppen und genau in dem Moment killt er mich halt. Ja, ich habe mich mit Conan vertan und Xehanort, weil wenn Xehanort mich so irgendwie verdächtigt, dann dachte nee, ich, macht ja, ja total Sinn. Und dann am Ende Zuni wusste ich dann, weil das war dann ein bisschen zu hart von dir. Sorry, wenn du an der Leiche vorbeiläufst, dann kann ich da auch nichts für, dass ich dich verdächtige. Also ich kann schon mal aber wie Conan dann angefangen hat, irgendwie Xehan auch zu entkräften, also zu sagen, ja, der war es nicht, obwohl er eigentlich schon gewonnen hat. Alter. Ich wollte auch gerade sagen, er hat doch einfach stumpf Flo werden sollen, weil ich hätte niemand anders geboten. Ich glaube, was wir festhalten können für die zukünftigen Runden im Sinne der Besatzung, ist es hoffentlich nie wieder Conan mit Zuni zusammen. Das war echt die absolute Killer-Kombi. Yeah. War halt jetzt auch ein bisschen blöd, dass Ricky rausgeflogen ist. Ja, ich wollte gerade sagen, sonst war die Runde nicht vorbei. Dadurch, dass Ricky raus ist. Das stimmt. Es war auch Pech, dass Zuni einfach ein Pixel zu nah an mir dran war. Wäre ich so 3 Pixel weiter rechts gewesen, dann hätte ich halt einfach reporten können. Können wir eigentlich wollte ich in Reaktor einen Doppelkill mit Conan machen, aber er wollte irgendwie lieber den Knopf drücken. Ja. Ach, kann man, wenn man als sag schon, ihr wisst, was ich meine, ja, als Dings, das wie heißt Imposter. Imposter, ja, genau. Wenn man mehrere Leute um sich rum hat und dann killt, werden dann alle im Umkreis gekillt? Nein, einer. Nein, aber so. Zwei Leute können halt zwei andere Leute killen. Ja, okay. Das kann aber auch schief gehen, wenn der eine den einen killt und dann der andere noch lebt in der Millisekunde und Report drückt, dann... Ja, das ist wäre dann blöd gelaufen. Ja. Oder man kann einfach so tun. Krass, jetzt verstehe ich, ja. Wollte ich eigentlich in der einen Runde, als ich mit Flo war... und gekillt habe, aber entdeckt wurde, bevor Flo jemanden killen konnte. Es gibt doch, du kannst doch, wenn so 4 Leute aufeinander stehen oder so, kannst du auch einfach hingehen und einen killen und dann weiß niemand, wer es war. Wenn man das nicht das sieht. Das ist so ein Profi-Strategie-Move, den wollte ich eigentlich gar nicht erwähnen, weil ich ihn nochmal probieren wollte, aber jetzt hat Nikön schon gedroppt. Der ist super in der anderen. Kannst du ja trotzdem. Das machen wir ja gar nicht, uns so alle auf einen Fall. Ja, das macht was. Also, du kannst auch direkt am Start jemanden töten. Direkt, wenn es losgeht, drückst du auf Töten und dann sind doch alle auf dem einen Punkt. Ja, ich habe einen kleinen Fleck. Wir sind auch um den Tisch rum. Exchange ist gut. So. Gibt es nicht einen kleinen Cooldown am Anfang? Ich weiß gar nicht. Ja, 20 Sekunden. Ja. Also kannst du das nicht. Okay, ich würde die nächste Runde starten. Okay. Ja, let's fucking go. Die Aufnahme läuft sowieso noch. Hallo. Okay, keine neue Aufnahme. Hallo. Okay, das war eine interessante Impostrunde, aber ich muss sagen, wir hatten es echt einfach dadurch, dass Ricky rausgeflogen ist. Das war ein bisschen ärgerlich. Diesmal ging ich wirklich richtig. Zu Navigaciones. Jan hat erstmal da sich an den Schub gegeben. Ich werde natürlich nicht kontrollieren, ob das jetzt da hochgeht oder nicht. Ach, Mensch. Ja, so. Aber wird schon hochgehen. Das ist ja die etwas längere Aufgabe. Na, da braucht man ein bisschen länger. Es wird schon hochgehen. Was das angeht, bin ich... Okay, nein, jetzt breche ich ab. Jetzt gehe ich erst in Admin. Oh, Flo ist gefährlich. Aber hier ist Fight, wenn jetzt was passiert. Okay, gut. Okay, jetzt ist ja schon wieder Nico tot. Was ist denn das für eine Kacke? Ich wollte gerade O2 clearen, aber da war es dann wieder vorbei. Ist clear. Der hat nämlich die Oxygen oben gemacht. Wo liegen denn so die Leichen? Also wissen wir, wo... Also ich hab vom Lower Engine kommt, habe ich im Storage gerade Xehan gefunden. Dann ist Conan für den Kill auf jeden Fall clear. Conan und Zuni auch. Jan ist am Anfang zu dem Stuhl gegangen. Das sah aus, wie wenn er da eine Task macht. Und es ist auch eine etwas längere Aufgabe. Warte mal, Storage war die Leiche jetzt, oder wo? Ich hab die Leiche Im Storage. Aber ich hab Xehan. Wait, im Storage lag eine Leiche? Aber Conan, ich hab dich da bin ich gerade erst durchgelaufen. Ja, ich hab dich doch gesehen, Conan. Und zwar mit Flo. Ja. Du kamst also daher. Ich bin von Electrical gekommen, vom Lower Engine. Und bin in Electrical reingegangen, hab einen Task gemacht, hab dich rauslaufen. So, wo genau lag in Storage die Leiche? Unten. Okay, ich bin von rechts. Shields gekommen und dann hochgelaufen zu Admin wegen O2. Also von Communication bin ich gekommen. Also aus diesem Gang da rechts. Und dann hochgelaufen zu Admin. Und da ist mir Flo entgegengekommen.
Der könnte unten gewesen sein, ich war jedenfalls nicht unten. Aber er könnte vorher sehr gut gewesen sein. Halt, du könntest halt Shields kurz ein Stück runter, die lag unten rechts von dem Ich bin links. Aber ich wollte nur sagen, ich habe da noch keine Leiche gesehen. Das heißt nicht, dass es Flo sein muss. Das kann auch danach passiert sein. Ich glaube, es ist Conan, aber... Ja, das kann ich nicht sagen, dass ich es bin, aber ich wollte, wie gesagt, dann Conan auch das schlechteste Gefühl, aber ich weiß es auch nicht. Man weiß es natürlich. Aber du hast keine Leiche gesehen. Ich sag, ich habe die nicht gesehen. Wenn die unten war, ich bin direkt von dem Gang aus nach oben zu Admin weitergelaufen, wegen dem O2-Link. Und Flo ist dir dann hinterhergekommen? Und da weiß ich nicht, ob ich die Leiche hätte sehen können oder nicht. Flo ist mir hinterhergekommen. Und dann hatte ich ein bisschen Angst vor Flo, aber dann stand Veit da noch oben und hat eine Task gemacht. Veit könnte es damit aber theoretisch auch vorher unten gewesen sein. Ich weiß es nicht. Oh, wenn also jemand unten beim Müllcontainer killen würde, warum würde er dann hochlaufen, anstatt auch wie nach links? Ja, er kann überall hinlaufen. Macht keinen Sinn. Macht doch mehr Sinn. Ich bin links hoch. Ich bin links an der Wand hoch. Oh. Und dann habe ich Conan getroffen und Veit im Admin gesehen. Veit, du warst im Admin, ne? Ich war im Admin, ja, nachdem ich Ewigkeiten mit meiner Kato gekämpft habe. Ricardo, du hast Conan gevotet, ne? Ja. Wen hast du gevotet, Counter? Ich habe den Skip gewotet. Achso, du hast also ich bin auch im Moment auf Skip. Ich habe noch nichts gedrückt. Also es reicht Jan, für mich nicht. Ich wollte nur meine Gedanken mitteilen. Hast du auch geskippt, Jan? Oder? Ich habe jetzt tatsächlich Conan gevotet, weil ich war ursprünglich ja auch dafür, dass Conan es nicht ist. Aber dieser Rundumschlag von Conan, der gefällt mir nicht. So ein bisschen denke ich mir das auch. Also ich kann nur Dani und Conan beurteilen gerade. Nein, ist okay. Wenn es dein Gedanke ist, ich will jetzt, sorry Conan, falls es falsch ist. Aber dafür, wenn's... Ja, also wenn ihr mich jetzt rausvotet, ist es falsch. Aber das wenige Leute tot. Das wird mir. Ja, okay, habe ich mich sass geredet. Das ist in Ordnung. Scheiße. Aber dann habe ich Pech gehabt. Und... Oha. Ich fand halt den Rundumschlag von Conan super cool. Ja, ich verstehe voll, was du meinst. Ja, gut, habe ich mich halt sass geredet. Meinetwegen. Kann ich in Ruhe Tasks machen, ist doch auch schön. So. Ach ja. Ist das Lehrergehen, man möchte einfach alle Informationen mitteilen. Nicht gut. Muss ich mir merken. Da hat es gerade einen erwischt. Schade, dass ich jetzt als Geist hier hin bin und nicht als Dings. Das war Jan, ne? Er ist da gerade hochgelaufen. War das orange? Sah irgendwie orange aus. Ich meine, es war orange, aber ich bin jetzt nicht schnell genug hinterher. Kann es nicht beurteilen. Ach ja, hier muss ich. Einen neuen Kill gibt's. Mann, wieso findet den da unten noch niemand? Uff. So ein Müll. Ja. Das war easy da, ja. Habt ihr zu viel gekillt oder was? Warum haben. Das war ja, ich habe Xyli noch. Du hast einfach noch gekillt, ja. Ja, ich habe ihn einfach gekillt, weil ich wollte auf nicht sass machen und irgendwie noch da am Reaktor rumdaddeln, aber dann habe ich Turnier gesehen und dachte so, kann ich ihn noch töten. Einfach richtig schön. Den Kill von Lila habe ich gesehen, also, aber ich war leider honest, Geist. To be honest, das war jetzt ein bisschen zu einfach, ne? Da habe ich mich einfach sass geredet. Was war das denn? Das war doof. Ich habe gerade so gesagt in der Aufnahme, das ist wahrscheinlich das Lehrergehen, dass ich einfach alle Informationen mitteilen möchte. Das sollte ich lassen. Ist aber auch einfach Pech, ehrlich gesagt, also dass alle drauf angesprungen sind. Ich glaube, ich habe den ersten Kill sogar gemacht. Dann. Weil ja, ich das war, was du jetzt gerade. Also, aber dann war es schon so, Flo, du hast ihn gekillt, bevor du mich getroffen hast und bist mit mir hochgelaufen. Ich habe ihn gekillt und bin mit dir direkt hochgelaufen. Ja, genau, ich habe nämlich unten niemanden. Ich habe nicht nach unten geguckt, ich bin hochgelaufen, deswegen konnte ich da unten keine Leiche sehen. Dann war es schon mal. Ich habe echt gebetet, dass Conny jetzt nicht nach unten läuft, sondern nach oben. Weil sonst wäre es noch. Ja, dann hätte ich reportet. Gut. Ich hatte jetzt Angst vor dir, weil du mir hinterhergelaufen bist, aber dann habe ich Veit gesehen, dann war ich wieder, habe ich gedacht, okay, da ist ja noch einer. Dani, hattest du die Leiche gefunden beim ersten? Ja, ich habe die. Ja, das war ein bisschen. Das hätte uns fast die Runde gekostet. Ja, es hätte uns fast die Runde gekostet. Ich habe noch gespäht, weil Nico war im Electric-Dings-Raum da.
Und ich habe dann geguckt, ob ich ihn da killen kann. Dann kam da keiner, habe ich Nico gekillt, habe die andere Leiche gefunden. Dachte mir, okay, yes. Okay, das war clever. Ja, das war clever. Wunderbar. Das war gut. Ja, ich habe mir auch gedacht, so, hä, wenn jetzt Conan Flo gefolgt ist, dann muss doch Con gewesen sein. Ach, aber jetzt sagt man, gibt's denn, wenn Flo erstmal runtergegangen ist und dann hoch. Ja. Ich bin, so, die Runden ich bin sind ganz schön schnell. Anfang, machen wir noch eine? Oder ja, wir sind bei einer Dreiviertelstunde. Eine würde noch reinpassen in die Aufnahme. Jetzt kommt eine Dreiviertelstunde Runde. Ja, so lange geht die Runde nicht. Nein, klar. Naja, ganz im Ernst, also, wenn dir das gerade nicht aufgefallen, oder wenn es dir gerade aufgefallen wäre, Conan, mit der Leiche, dann wäre das locker nicht so easy geworden. Nein, nein. Also, no front, aber... Ja, ich fand doch meine Theorie mit Flo eigentlich ganz gut. Ich weiß nicht, warum ich mich da mit Sass geredet habe, aber gut, das ist... Nein, weil du dann noch angefangen hast zu sagen, ah, Veit, du warst ja auch in der Nähe. Naja, und ich wollte ja, genau, nur sagen, genau, dass genau. Das halt auch noch eine Möglichkeit ist. Ich wollte damit... Ja, nur, aber... Es wäre eine eindeutige Sache gewesen. Also ich wollte damit transparent sein. Hätte ich mich mal einfach aus der Sache rausgelassen, dann wäre es nicht gestorben. Ja, es ist richtig. Das ist richtig, ja. Aber grundsätzlich ist es halt so, wenn Veit einfach da oben an dem Ding ist, hätte er vorher auch unten sein können, theoretisch. Ich hätte überall sein können. Ja, richtig. Aber damit bist du nicht komplett aber safe. Dann kannst du prinzipiell bei jeder Runde jeden sagen, ja, der hätte auch da sein. Ja, ich kann nur sagen, was ich beobachtet habe. So, ich starte Runde, bevor die Lobby wegfliegt. Ei start. Ich würde gern mal im Poster sein, dass ich nicht immer gleich vor dem ersten Meeting sterbe. Okay, wenn Nico stirbt, nicht stirbt, dann ist er im Poster. Ich bin's jedenfalls nicht. Alles klar. Wenn ich Verräter bin, töte ich Conan zuerst. Okay, Conan, du leise. Und ich Flo. Wenn ich Verräter bin, töte ich mich zuerst. Flo rennt mir einfach hinterher. Das wär's jetzt. Nein, der macht das. Weil sonst hätte er jetzt schon killen können. Ist auch gerade keiner da. Der ist safe. Okay. Glaub. Also Conan war es nicht. Das, da weiß also, ich ganz sicher. Ja, ich kann Flo auch. Ich glaube, hinter mir war auch jemand, als ich die Leiche reportet habe, aber mir ist jemand entgegengelaufen. Als ich Shields gemacht habe, ich glaube, es war Zyren, bin mir aber nicht wo sicher. War glaub, Leiche, ist, nochmal? Wo war die Leiche? Hier im Storage. Ich habe Shields gemacht und als ich Shields gemacht habe, ist, ich glaube, Zehan hier um die Ecke hochgelaufen. Conan, wer ist uns entgegengekommen? Weißt du das noch? Da war noch ein Dritter. Ja, dann, ja ich war das. Hi. Name? Xehanort. Ja, Xehanort, das war hellblau. Ja. Also halt er hier. Das heißt, Xehanort ist auch safe, ja? Was? Ja. Wie ja ist doch. Wo wurde Dani safe gefunden? Ricky, wo warst du Dani gefunden? Hier, Ach, hier. Storage. Storage. Also ich würde sagen, Zuni ist safe, ja, Moment, aber wenn Storage war und Xehanort kam gemacht aus der Richtung, ist Xehanort doch nicht safe. Hä? Nee, der ist ja mir entgegen. Stimmt, ja, stimmt. Der hat wahrscheinlich Dani getötet, ist dann zu, ist uns entgegengekommen, zu Communications ne? gegangen, dann zu Stierz und hoch. Also von wo bist du ich wollte damit nur sagen, er ist nicht safe. Ich will ihn damit nicht als nee, verdächtig, ich will nur sagen, er ist nicht safe. Ich wähle Cehan, weil er mir. Ricky, von wo bist du gekommen? Ricardo, von wo bist du gekommen? Vor Storage, wo warst du da? Vor Storage war ich bei Stierz. Damit ich Shields den Gang. Okay, das Richtung heißt, dir ist er genauso wieder entgegengekommen wie uns. Ist er dir entgegengekommen, ja? Wo wart ihr nochmal? Wir sind aus Navigation gekommen und sind runter zu Shields. Und da ist ja, uns Xehanort entgegengekommen. Ist doch geflüchtet. Ich hab mich dann der Gruppe angeschlossen, weil das wirkte dann ganz heimlich. Das klingt ziemlich vernünftig, was Ricky da sagt. Das klingt schlüssig, ja. Ich bin zwar nicht so der Freund von Herrn Lassen, dass ich gleich jemanden rausworten, aber es klingt echt schlüssig. Hast du eine Leiche gesehen, als du in Storage warst? Wo? Ja, für mich klingt es schlüssig. Sonst, Ricky, machst du dich selbst gerade verdächtig, weil Conan und ich waren die ganze Zeit zusammen. Das kann Conan auch bestätigen. Also, Xehanort, sorry, wenn du es nicht warst, also, dann vermute dich. Ja, ich muss es, glaube ich, auch machen. Das nehme ich persönlich. Du wirst es sein. Ich meine, wir müssen sowieso noch den zweiten finden, aber der erste ist mit Blatt ziemlich. Ich habe jetzt Conan gewotet aus Spite. Er macht ja nichts. Wenn das jetzt nicht war, dann. Ja, okay. Ja, sehr gut. Ricky, sehr gut. Okay, dann war es Ricky wahrscheinlich nicht. Okay, ich mach ruhig. Ja, die Taktik gibt es natürlich auch, den anderen anzuhängen. Aber das heißt für mich, ich bin in der Nähe von Flo eigentlich sicher. Das heißt, ich sollte bei Flo bleiben. Na? Schauen wir, dass wir hier ganz schnell die Task machen. Okay, dann gehen wir doch gleich dahin. 4, 5,
939. Zack. Dann machen wir noch die Task hier. Nein, Flo haut ab. Nein. 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 Ach, komm schon. Okay. Jetzt mit Flo mit. Weißt du, wo du hin musst? Okay, so, ich gehe hier hin. So, Elektrik habe ich 2. Flo anscheinend war nicht. Anscheinbar, genau. Ah doch, Flo hat hier auch 1, okay. Nein, ah oh, nee, das muss man jetzt wieder von vorne anfangen. Das ist ja Müll. Okay, machen wir die Lights. Ja, was ist das denn? Ach so. Hä? Hab ich's nicht... Hä? Hab ich's nicht gerade gemacht? Nicht dumm? Keine Ahnung. Ich bleib bei Flo. Okay, wir sind eingesperrt, aber das ist okay. Solange ich mit Flo eingesperrt bin, ist alles in Ordnung. Da ist Nico. Ich hab hier bei Shields einen Task. Ah, okay. So, kurze Frage. Wer waren vorhin die zwei Leute, die zu zweit in Electrical waren, bevor die Lichter ausgegangen sind? Flo und ich. Ja, wir beide. Wer war rechts in Shields und Communication? Das müsste links sein. Also Nico haben wir gesehen, als Flo und ich zurückgelaufen sind, war unten bei Storage jetzt kurz bevor der Report kam. Okay, weil folgendes. Ich berichte jetzt einfach mal, was ich so gesehen habe. Ich war nämlich in Admin und stand da an dem Tisch und habe ein bisschen geguckt, ne? So, zwei Leute waren relativ viel zusammen unterwegs. Das waren dann wahrscheinlich ja, Conan und Flo. Ja, ich habe mich an Flo dann gehangen, weil er so nicht safe verloren ist. Einer lag schon relativ lang, war der in Navigation, ne? So, und dann ist jemand von Shields in Communication gegangen, dann ist das Licht ausgegangen und dann waren alle bei Electrical und bei Navigation war immer noch jemand. Ich bin also zurück zu Navigation und da lag die Leiche. Ich würde sagen Nico. Ich war aber unten bei Shields und bin dann zu Storage. Ich war ganz am Anfang mal in der Ecke Navigation, wo O2 kaputt war. Wo warst du, bevor das Licht ausgegangen ist? In Shields. Dann bist du safe, der Imposter. Ja, ich find Nico jetzt auch am wahrscheinlichsten. Weil die Leiche lag in Navigation und die liegt schon lange da. Definitiv. Mhm. Ja, aber ich war da ja nur ganz am Anfang. Ich bin ja, wo O2 sabotiert war, zu O2 gegangen und dann runter zu Shields und dann war ich dann nicht nochmal oben. Wie gesagt, die Leiche liegt da wahrscheinlich schon, bevor die Lichter ausgegangen sind. Also keiner da war, ne? Genau, also niemand war da. Wo ich da war, war da keine Leiche. Zumindest hatte ich keinen Report. Ich weiß nicht, ob es dazu passt oder nicht, aber was Nico auch für mich gerade noch ein bisschen sass macht, ich weiß nicht, ob es eine Theorie von ihm war, ob es funktioniert oder nicht. Kurz bevor Flo und ich von Storage in den Gang gegangen sind, ganz kurz nach uns ist die Tür zugegangen und Nico war, wie gesagt, unten bei Storage gestanden. Ich glaube, der hätte uns versuchen können zu trennen, um einen zu killen. Das stimmt, ja. Ist aber das für mich wäre mir aufgefallen, eine Möglichkeit. Conan, wenn du dann tot wärst. Das wäre mir aufgefallen, weil ich ja Nico auch gesehen habe unten im Story. Ich war die ganze Zeit ja, in der Kamera. Ja, es ist richtig. Er würde sich damit eigentlich verdächtig machen. Sorry, ja, ich bin voll bei Nico. Aber trotzdem ist die Tür zugegangen. Also das, also Jan, ich schätze deinen Enthusiasmus und ich glaube, du bist. Achso, aber die Tür kann auch der Geist machen. Ich habe nichts gesagt, sorry. Die Tür kann auch der Geist machen. Weil Jan, das war sehr viel Enthusiasmus gerade. Also wenn du jetzt wirklich. Aber es ist, was Jan sagt, ist halt auch schlüssig. Ja, es ist ziemlich schlüssig. Der Geist kann auch alle Türen auf einmal machen. Ja, das weiß Marco. Also wer war in Admin? Ja, könnte halt wirklich in Admin gewesen sein und dann einfach gewettet und Navigation. Ja, klar, Jan könnte auch einen Safe-Ding, einen Self machen. Aber ich meine, wir haben einen schon raus. Wenn ihr zusammen wart, dann weiß ich nicht. Dann bin ich sehr sass. Wenn es Nico nicht war, dann tut es mir leid, aber es... Ja. Also ich glaube, Jan hätte mehrmals die Möglichkeit gehabt, mich zu killen. Ich bin technisch ja passt das schon. Ihr könnt mich ja opfern. Was denn für eine Runde? Es ist Nico. Wenn ich Unrecht habe, dann sterbe ich wahrscheinlich als nächstes. Nee. Yes! Ja. Alles gut. Applaus. Easy. Was war das denn für eine Runde?
Das waren, ja zwei, das waren ja zwei Meisterplays, ey. Ihr habt alles korrekt, richtig 100% korrekt erfasst. Ja. Hä? Ich dachte, Ricky hat mich gekillt. Ich hätte eher schon mal zurück. Ich wollte eigentlich zurück zu Navigation gehen und self-reporten. Das wäre, glaube ich, weniger sus gewesen. Wahrscheinlich. Aber ich glaube, dann gedacht, hätte ich ja nicht, nee, so viel, nicht so viel zusammenbauen können. Ja, dann habe ich jetzt schon gedacht, naja, nee, komm, mein Kill-Cooldown ist jetzt wieder vorbei, dann kann ich auch, ja, und dann wart ihr dazu zwei, das war. Aber war blöd. War meine Theorie mit der Tür richtig, hast du versucht, uns zu trennen? Nein, das war... Dann war ich der Geist, alles gut. Okay. Ja. Sag mal, Jan, seit wann bist du denn schon bei der Polizei? Ich hätte niemals da die Tür gemacht. Das war ja dann richtig Master. Ja, es ist richtig. Das war sehr knapp. Conan war jetzt bei mir visuell hinter der Tür, deswegen habe ich gedacht, ihr habt ihn abgestartet. Ich fand's eher krass, dass Ricky sich noch daran erinnert hat, dass ich ihm entgegengekommen bin, aus ungefähr der Richtung, wo der Kill kam. Okay. Nicht schlecht. Nee, das war schon gut gespielt von euch da. Ja, auf jeden Fall. Gut, Conan, dass wir zusammengeblieben sind, auf jeden Fall. Ja, sobald ich merke, dass einer safe ist, bleibe ich bei dem. Das hat mir die Kombination ein bisschen erleichtert, dass ihr zusammen wart. Ja. Außerdem waren noch so viele Ehepaar. Leute hier bei Admin, während O2 ausgegangen ist, dann wusste man schon, okay, der nicht in Admin war, muss das O2 sabotiert haben, weil das wäre dämlich sonst. Ja, so war dämlich, genau. So war dämlich. Aber so, Baba. So, Baba. Gut, ich schließe die Aufnahme an der Stelle mal ab. Wir sind wieder bei 55 Minuten. Das war Part 3 von Among Us. Boah, dann kann ich jetzt endlich mal eine rauchen gehen. Tatsächlich ein richtiges Projekt, Mensch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, wie gesagt, es ist unterhaltsam. Wir werden sehen. Für dich, HF. Für dich. Ciao. Ciao, Kakao.